Ich fühle mich immer wieder niedergeschlagen, antriebslos, traurig. Und es kann sein, dass mein Smartphone dafür mitverantwortlich ist. Eigentlich denken wir ja, dass Depressionen oder Vorstufen davon einfach in unseren Gehirnen angelegt sind oder in unseren Lebensumständen. Das wird auch so sein. Es gibt aber auch immer mehr Stimmen, die es auch auf unseren Umgang mit modernen Technologien zurückführen. Michael Easter sagt zum Beispiel in The Comfort Crisis, dass unsere Gehirne permanent überlastet sind, weil sie keine Ruhe mehr bekommen. Jede freie Sekunde hauen wir uns Content in die Birne, wo wir unseren Gehirnen früher vielleicht eine Pause gegönnt hätten. Das ist nicht nur anstrengend, sondern verursacht Depressionen, Ungeduld, Unzufriedenheit und das Gefühl, dass die Zeit rast und dass wir die Schönheit des Lebens verpassen. Also, pack mal sofort dein Telefon weg, aber vorher noch dieses Video liken bitte.